Vorstellung und dann Diskussion frei. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Gruß Gott auch von meiner Seite. Ich bin also jetzt der Neue und seit anderthalb Wochen bin ich schon im Büro von Herbert König. Und wir machen da vor allen Dingen im Moment Übergabe. Ab 1.11. bin ich dann in allen Funktionen von Herbert König hier in München tätig. Ja, was sollte man am Anfang am besten machen? Sich zunächst einmal vorstellen, damit Sie ungefähr wissen, wer ich bin, woher ich komme und vielleicht auch ein bisschen schauen können, wie ich ticke. Ich bin 46 Jahre alt, wohne inzwischen seit über einem Monat in Großhadern hier in München. Bin also einen Monat vor meinem Arbeitsbeginn hier umgezogen, um also nicht zu meinem ersten Arbeitstag meinen Anzug und meine Krawatte aus den Kartons herausholen zu müssen. Wir fühlen uns in Großhadern sehr wohl und glauben, dass wir da einen guten Ort zum Leben gefunden haben. Gebürtig bin ich aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Das ist die Stadt der Schwebebahn. Es gibt auch noch einige andere Besonderheiten in Wuppertal. Johannes Rau ist dort geboren und noch einige andere bekannte Zeitgenossen. Ich habe in Wuppertal bin ich aufgewachsen, habe auch dort studiert. Ich bin nicht zum Studium in eine andere Stadt gegangen. Ich habe dort Bauingenieurwesen studiert mit Schwerpunkt Verkehrsplanung, Verkehrssysteme, Eisenbahnbau, Bauwirtschaftslehre, was da alles dazugehört. Es ist ein sehr traditioneller Ausbildungsgang, um in unseren Beruf zu kommen und ja, kommt so ein bisschen aus den Eisenbahningenieuren, die es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Ich bin dann nach dem Studium aber aus meiner Heimatstadt weg nach Dresden zu den Dresdner Verkehrsbetrieben, habe dort als Vorstandsreferent angefangen und habe dort nach der Wende dann schon gleich die interessante Aufgabe gehabt, das ÖPNV-Angebot, das ÖPNV-Netz und auch die gesamten Strukturen auf die sich wandelnde Stadt anzupassen. Dresden nach der Wende hat sich von der Stadtentwicklung sehr stark geändert. Es sind viele Gebiete, die dann brach lagen. Das sind insbesondere Industriegebiete gewesen mit den großen Kombinaten, wo dann zu DDR-Zeiten 30.000, 40.000 Arbeitskräfte unterwegs waren, die dann nach der Wende aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, eben nicht mehr unterwegs waren. Dafür sind aber neue Wohngebiete entstanden, neue Gewerbegebiete, andere Gewerbegebiete, die dann natürlich an den ÖPNV anzuschließen waren. Und da hatte ich von Anfang an die Aufgabe zu schauen, was ist der richtige Weg, was ist das richtige System, rechnet sich eine Straßenbahn oder ist der Bus an der einen oder anderen Stelle die bessere Wahl. Das war also mein Start dort in Dresden. Zum Ende hin, das war 2002, war ich dann Leiter Verkehrsmanagement und Marketing und habe in Dresden die Verkehrsplanung, die ÖPNV-Beschleunigung, Herbert König hat ja auch schon von ÖPNV-Beschleunigung hier in München gesprochen, verantwortet, aber daneben auch die Marktforschung, den Vertrieb und die Kommunikation. Ich bin dann nach Ulm gewechselt, zu den Stadtwerken Ulm-Neu-Ulm. Von der Struktur her sehr gut zu vergleichen mit den Stadtwerken München, wenn auch nicht von der Größe her, aber von der Struktur schon. Meine Kernaufgabe in Ulm über all die Jahre war der Ausbau des Straßenbahnnetzes in Ulm. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber 1999 gab es ein aus Sicht der Straßenbahn sehr desaströses Bürgerbegehren in Ulm. Die Ulmer haben ein Straßenbahnnetz in Anführungsstrichen gesprochen von 5 Kilometern gehabt. So habe ich es auch noch angetroffen, als ich nach Ulm kam. Das war also in jedem Fall in Westdeutschland das kleinste Straßenbahnnetz überhaupt und auch noch kleiner als das Straßenbahnnetz beispielsweise in einer Stadt wie Nordhausen am Harz und an anderen Orten. Und Ziel war damals in den 90er Jahren, dieses Netz auf 30 Kilometer auszubauen. Das war aber insbesondere kommunikativ schwierig und hat in Ulm da schlichtweg zu einer ganz, ganz knappen, aber doch zu einer Ablehnung dieser Ausbaupläne geführt. Und dann hat man beschlossen, erstens, wir machen das jetzt scheibchenweise, wir bauen das Strecke für Strecke
Zweitens, wir beginnen mit einer Strecke, die gar nicht Bestandteil dieses Bürgerbegehrens war. Das war nämlich ein Korridor, der war da gar nicht enthalten. Und drittens, wir suchen jetzt mal nach einem, der sich ein bisschen zumindest mit Straßenbahn auskennt. Und dann ist man, ich habe mich dann auch beworben, auf mich gekommen und so bin ich damals 2003 nach Ulm gekommen. Wir haben dann auch tatsächlich das Straßenbahnnetz ausgebaut. 2009 gab es eine Streckenverlängerung, da sind wir dann von 5 auf 10 Kilometer gekommen. Da konnte ich dann also auch Herbert König und anderen Kollegen erzählen, ich habe das Straßenbahnnetz in Ulm verdoppelt. Und die zweite Strecke, die wir dann geplant haben, ist jetzt im Moment im Bau. Die Fertigstellung werde ich nicht mehr in meiner alten Funktion erleben, aber vielleicht doch als Besucher und als Gast, wenn ich eingeladen werde. Und das sind 10 Kilometer Streckenlänge, und so dass dann die Ulmer jetzt dann, wenn die Strecke fertig ist, auf 20 Kilometer Straßenbahnnetz kommen. Das wäre also dann die zweite Verdopplung innerhalb weniger Jahre. Die Strecke verbindet absolute Aufkommensschwerpunkte, Wohngebiete, die dicht besiedelt sind. Ulm wächst ähnlich wie München, wenn auch nicht so stark wie München. Und da versucht man auch insbesondere in der Innenstadt zu verdichten, zu konzentrieren und dann auch das ÖPNV-Angebot ein Stück weit dann so nachzuziehen, dass es attraktiv ist und dass es also insbesondere auch dazu führt, den Autoverkehr zu minimieren in der Stadt. Meine zweite wesentliche Hauptaufgabe, das klingt jetzt deutlich trockener und ist auch deutlich trockener als Straßenbahnen ausbauen, war immer den Ordnungsrahmen und das, was der Herbert König vorhin mit bürokratischer Entwicklung angeht, zu beobachten. Ich hatte, um das nicht zu wiederholen, was Herbert König gesagt hat, 2007 fast naiv gedacht, naja, jetzt gibt es eine neue EU-Verordnung zum ÖPNV und jetzt können wir uns wieder fast vollständig um den Kunden kümmern und darum, dass der Betrieb läuft. Das ist mitnichten so. Also diese EU-Verordnung 1370 aus 2007, über die Herbert König gerade schon gesprochen hat, ist dann in 2009 in Kraft getreten. Dann hat man erstmal, nachdem sie in Kraft getreten ist, sehr intensiv auch in Brüssel diskutiert, wie ist das überhaupt alles gemeint, was in dieser EU-Verordnung steht. Dann hat man das deutsche Recht nachgezogen 2013 mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz. Auch da diskutieren wir jetzt 3 Jahre später, wie ist das gemeint, was da drin steht und muss man diesen Satz so auslegen oder so auslegen. Wie es leider oft so ist, wird vieles dann vor Gericht entschieden und wir sind dann teilweise auch über Jahre in so einer Situation gewesen, dass wir gesagt haben, naja, wir interpretieren dieses Gesetz oder die Verordnung so. Es kann aber sein, dass vor Gericht was völlig anderes rauskommt und deswegen müssen wir uns auch dementsprechend vorsichtig verhalten. Das habe ich nicht nur aus Sicht der SWU Verkehr in Ulm gemacht, sondern eben auch als Vizepräsident zusammen mit Herbert König. Herbert König ist noch bis zu deinem Dienstende für den Bereich Tram verantwortlich, ich für den Bereich Bus im VDV und damit sind wir eigentlich immer auf der gleichen Seite gewesen. Es betrifft eigentlich gerade die Tram- und die Busunternehmen diese schwierigen gesetzlichen Verwerfungen, auch wenn natürlich die Tramunternehmen vor allen Dingen in großen Städten unterwegs sind und im Busbereich auch sehr viele kleine Unternehmen auf dem flachen Land sozusagen organisiert sind, aber diese ganzen Entwicklungen haben uns beide gleichermaßen betroffen und wir haben beide gleichermaßen uns gefreut oder gelitten oder wie auch immer unter diesen Entwicklungen und ich werde das jetzt dann auch entsprechend weiterverfolgen. Ja, das war so das zweite Wesentliche, was mich in Ulm beschäftigt hat. Vielleicht noch eine Sache, die auch hier in München sehr intensiv diskutiert wird. Wir haben 9 Jahre in unserem Verkehrsverbund, also in meinem ehemaligen Verkehrsverbund in Ulm, über eine Einnahmeaufteilung verhandelt. Jetzt können Sie sich fragen, naja gut, erstens, warum braucht man das? Und zweitens, warum dauert das so lange? Einnahmeaufteilung braucht man schlichtweg deswegen, weil wir alle in einem Verkehrsverbund agieren, die gleichen Fahrausweise verkaufen und eben auch Fahrausweise für andere Unternehmen verkaufen und dieses andere Unternehmen hat dann durchaus
einen entsprechenden Einnahmeanspruch gegenüber dem Unternehmen, was diesen Fahrausweis verkauft hat. Und dass dieses Thema birgt sehr viel Konfliktpotenzial. Ich glaube, hier in München auch, aber auch in Ulm. Und wir haben 9 Jahre gebraucht, um da eine gute Lösung zu finden. Damit können Sie auch erkennen, und damit möchte ich damit auch schließen, man braucht im ÖPNV einen sehr langen Atem. Für eine Einnahmeaufteilung braucht man 9 Jahre. Für die Straßenbahnlinie in 2, wenn sie in Ulm in Betrieb geht, sind 10 Jahre ins Land gegangen, auch weil die Bürokratie zugenommen hat und die Verfahren entsprechend lange dauern. Aber ich glaube, im ÖPNV muss man einfach diesen langen Atem haben, um dann auch entsprechend weiterzukommen. Und den werde ich auch hier an den Tag legen. Ja, recht herzlichen Dank. Das war erstmal meine Vorstellung. Und ich habe über meine Vergangenheit berichtet, wie dann die Zukunft aussieht. Das werden wir dann auch noch in den nächsten Monaten entsprechend berichten. Wenn Sie mir nur vielleicht eine Frage stellen, die ich vorwegnehmen kann, nämlich, was ist jetzt Ihr dringendstes und wichtigstes Problem? Das ist die Inbetriebnahme des C2-Zuges für die U-Bahn. Das muss jetzt schlichtweg über die Bühne gehen und ich hoffe, dass wir nach der langen Vorgeschichte jetzt einen guten Weg mit der Behörde finden, dieses U-Bahn-Fahrzeug jetzt in Betrieb zu nehmen und auch für den Fahrgast wirksam werden zu lassen, denn wer leidet am meisten darunter, das ist schlichtweg der Fahrgast. Also die Probleme tragen wir auf dem Rücken des Fahrgastes aus. Ja, soweit vielen Dank und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich werde, wie Herbert König das auch gesagt hat, mich sehr bemühen, Dinge transparent darzustellen und auch so zu erklären, dass es verständlich ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ingo. Eine winzige Ergänzung, wenn Ingo Wortmann insbesondere auch im Verband und bundesweit von Bus und Tram sprach, dann schließt Tram immer die U-Bahn mit ein. Das ist deswegen nicht getrennt, weil es im Gesetz nicht getrennt ist. Eine U-Bahn ist auch immer noch in Deutschland nach dem Personenbeförderungsgesetz eine Straßenbahn, nur eben ausschließlich auch besondere Bahnkörper. Und deswegen ist im Verband die Verantwortung für die Tram immer auch die für die insgesamt vier U-Bahn-Betriebe in Deutschland ist. Wollte ich zu Ihrer hoffentlichen Beruhigung, weil das Wort U-Bahn da nicht vorkam, nachfragen. Ja, jetzt sind endlich Sie dran. Bitte.